So, und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Dungeon Lords. Ja, es geht nun endlich weiter. Wie kommt es dazu? Hahaha, nein, doofe Frage. Ha. Wie komme ich jetzt auf diesen Müll? Ja, jetzt sind wir. Jetzt geht's natürlich raus aus dem Naga-Tempel. Wir haben ihn aus den letzten zwei Aufnahmen abgeschlossen, haben uns das Relikt der Macht, was wir jetzt bei uns tragen, geholt. Ja, ich habe den Namen vergessen, aber egal. Lassen wir uns nicht davon beirren. Wir gehen. Nein, auf euch habe ich keine Lust. Weg mit euch. So. Hätten wir das schon mal geklärt. Die Gegnermengen werde ich jetzt wie im Lagertempel auf wenig lassen. Das hat wirklich den Grund, dass ich wenig Bock habe, alle 10 Minuten zu kämpfen. Mich hat das schon in den Aufnahmen genervt, dass man ja kaum 2 Schritte gelaufen ist und schon angegriffen wurde. Und habe ich jetzt nicht wirklich die Lust drauf, das zu wiederholen, da ich doch etwas vorankommen will. Da wir jetzt noch einige Missionen zu erfüllen haben. Einmal das. Ach du Scheiße. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Nee. Kannst du bitte mal auf die Geister schießen? Bevor sowas passiert? Egal. Nee, da kommt noch eins an. Weg mit euch. 8. Da ist was. Hat nicht ganz gereicht. Ah, genau rein. Das war nicht gut. Gut, das hätten wir gepackt. Oh je. Habe ich das doch noch auf viel eingestellt? Ich weiß es nicht. Eigentlich müsste ich doch noch auf wenig haben. Das ist merkwürdig. Aber ich lasse mich davon jetzt nicht beirren, dann ist es eben so. Ich werde das jetzt nicht extra umstellen und. Warum sollte ich auch? Ganz ehrlich. Werde ich doch mal lieber hier ein bisschen spielen. Werde ich mich eben nebenbei ein bisschen hochleveln, wenn sie mir schon so einen Haufen Gegner entgegenwerfen. Dann mache ich wenigstens was draus. Haben wir die Aufgabe schon, die wir brauchen? Magiergilde, Schamane Ferrostuhl. Warum haben wir den noch nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß, wo wir hin müssen, um den zu hauen. Hätte ich jetzt eine Karte nebenbei offen, die ich eigentlich vergessen habe, obwohl ich diese reinmachen würde. Wie mache ich das jetzt? ja. Gut, dass ich noch einen zweiten Computer habe. Da tue ich da mal kurz Internet Explorer öffnen. Hauptsache, es funktioniert. Auch nicht noch mehr Mobs. Ne? Irgendwas von hinten? Nein. Brav. So. Naja, okay, wir müssten ja eh jetzt nach Skuldon. Das hat den einfachen Grund, dass wir Valdanis Blut dorthin bringen müssen. Und. Ja.
Haben wir ja den Sternteleporter, haben wir bereits hier schon geöffnet. Der wird uns weiterhelfen gleich. Da ich schon noch einiges machen muss. Denn das, was jetzt kommt, also wir kommen jetzt der Stelle näher, ab der es dann für mich komplett blind wird, wo ich noch nie weiter gespielt habe. Davor kommt. Ach nö, das erzähle ich nicht, weil das ein Spoiler wäre. Hätte ich ja keinen Spaß mehr dabei. Vor überraschen tut mich ja sowieso nichts, also. Aber euch, weil ihr wisst davon gar nichts, was jetzt alles kommt. Außer ihr habt das Spiel selber gespielt. Wer weiß, wer weiß. Zumindest erzähle ich nicht, was jetzt kommt alles noch, bis es blind wird. Ich werde nur erwähnen, ab wann es für mich blind wird. Und dass ich auf diese Scheiße keine Lust habe. Nebenbei noch. Wie man sieht. Das hätte man ja gar nicht erwarten können. Nein. Schon überhaupt nicht, wenn ich meine Nova zücke. Überhaupt nicht. Nein, 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 nein. Gut, gut, wie mache ich das jetzt am besten? Ich muss da links die Map aufrufen. Aber ich muss hier mit WSAD laufen. Ja, ganz vorbei. Wie mache ich das jetzt? Weil, ja. Da habe ich was richtig durchdacht. Und doch, wir waren bei Ferrus. Ich kann mich erinnern, da wurden wir doch angegriffen. Haben wir die Quest nicht angenommen? Jetzt bin ich echt irritiert. Wir schauen einfach am besten mal nach. Da können wir bei dem auch gleich unseren Dreck verkaufen. Wenn nicht, dann... Beeilt euch, ich werde bald sterben. Ja? Ein fürchterlicher Fluch liegt auf mir. Das ist das Werk von Lerogma. Da bin ich mir sicher. Lerogma ist ein Schamane, der die dunklen Künste kennt. Er will meine Geheimnisse stehlen. Er haust in den verbotenen Ländern und muss ganz in der Nähe sein, da seine Magie so stark ist. Findet heraus, wo Lerogma sich versteckt. Und sucht ein Artefakt, ein Idol in meinen Augen. Denn nur so etwas kann derartige Qualen hervorrufen. Findet das Idol von Lerogma und bringt es mir. Okay. Das erklärt alles. So. Forbidden Lands. Genau, das ist die Map, die ich wollte. Perfekt. Wer hat das Wort eingespricht und nicht Google nebenbei? Yay. Gut, machen wir weiter. Dunkle Künste. Na, fragen wir mal danach. Dunkle Künste. Die Geheimnisse der Höllenkatals und die Höllenzauber. Höllenzauber? Die Höllenzauber sind magische Mächte derer, die sich auf dunkle Künste verstehen. Böse Flüche und Nachtwesen. Mächtige Beschwörungen, um Entsetzen in die Herzen eurer Feinde zu tragen. Ich teile mit euch die Geheimnisse meiner Zauber, wenn ihr genug Gold habt. Na klar, aber dass ich mit der Magiergilde bin, ist ja egal, ne? Höllenkatals. Wenn die Höllenkatals richtig miteinander kombiniert werden, beschwören sie Zauber von mächtiger Magie. Sagt mir, wonach ihr sucht. Ich habe viele Höllenkatals und ich verkaufe sie euch für ein paar Goldstücke. Nö, ja. Dann handeln wir mal. Was hat er denn? Rattenbeschwören. Level 1 Zauber. Ist das irgendwas für uns dabei, was wir brauchen könnten? Klinge des Baals. Ja, das würden wir brauchen, aber das ist so extrem scheiße zu kombinieren. Lassen wir das doch gleich mal. Hat das sonst noch irgendwas Besonderes? Blutnektar. Das brauchen wir doch eigentlich da, aber wie viel... Muss ich jetzt mal kurz gucken. Haben wir irgendwas Unidentifiziertes hier drin? Können wir hier schon mal verkaufen. Wir haben ja massig
Geld, sehe ich gerade. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Ich hoffe, ich bin nicht zu leise jetzt, während er hier voll labert. Es ist vollbracht. Ach, egal. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Irgendwas wollte ich sagen. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Wir werden als nächstes dann dem kleinen Gnom gehen. Es ist vollbracht. Ich habe seinen Namen leider vergessen. Vollbracht. Von dem wir die Aufgabe bekommen haben, weil da ins Blut zu bekommen. Ja gut, Blutnektar haben wir 3 Stück, das es reicht. Es ist vollbracht. Mehr brauchen wir nicht. Es ist vollbracht. Mal. Berserk, was haben wir denn hier? Riesen beschwören. Das behalten wir noch. Ich habe ja noch nie eingesetzt. Vielleicht kann er uns ja helfen, ich weiß noch nicht. Ich werde es ja sehen. So, pro Versteinerung. Der ist weg. Den verkaufen wir. Es ist vollbracht. Hier haben wir große Heiltränke. Oh, wir haben ja richtig schön abgestaubt in dem Lagerzimmer an großen Heiltränken. Das gefällt mir. So, Trank der Kraft. Es ist vollbracht. Brauche ich nicht. Ich brauche beide Tränke. Es ist vollbracht. Haben wir hier mächtige Ranken. Bin ich kein Freund von. Es ist vollbracht. Schlaf, naja. Es ist vollbracht. War als Klinge behalten mir. Auf Erstehung kommt auch weg. Es ist vollbracht. Das behalten wir, das behalten wir, das behalten wir. Das kann weg. Es ist vollbracht. Benutze ich sowieso nicht. Das kann genauso weg. Benutze ich genauso wie nicht. Es ist vollbracht. Berserker. Naja, bisschen. Es ist vollbracht. Haufen Wolfsfälle. Es ist nicht vollbracht. Spinnen sind auch einige dabei. Es ist das klar? Vollbracht. Hatten auch einige Spinnen zu kämpfen. Skorpionen sind nicht viele. Es Schlangen. Ist vollbracht. Oh mein Gott. Das ist echt eine Menge, die wir da gesammelt haben. Es ist aber ist ja kein Wunder, wir waren dann im Schlangentempel. Es ist vollbracht. Da muss ja viel kommen. Ogerauge, naja, der ist nicht wirklich. Es ist vollbracht. Mantragora. Kann es weg. Ist vollbracht. Diamantenstopp kann es weg. Es ist vollbracht. Schrumpfkopf kann auch weg. Es ist vollbracht. Rabenklauer ebenfalls. Es ist vollbracht. So. Wir haben 50.000 Gold. Na, wenn das aber was nicht ist. Wenn das nichts ist. Ausrüstung. Brandstecken. Kann weg. Es ist vollbracht. Goblinstab kann weg. Es ist vollbracht. Ja. Den brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Wir haben schon eine 10% Lähmung und dann nochmal einen Eisschlag. Deswegen würde ich sagen. Den verkaufen wir. Ja. Es ist vollbracht. Bronze in die Kriegsklinge auch. Es ist vollbracht. Sie ebenfalls. Es ist vollbracht. Den Knochenbau Rekener. Es ist vollbracht. Boah, ja. Die Widerhaken-Grundklinge bringt natürlich richtig Geld ein, wie man sieht. Haben wir ja von der Lagerkönigin bekommen. Es bedanken ist wir uns mal fürs Geld. Es ist vollbracht. Ja, okay. Ich brauche jetzt nicht extra intelligent. Ich weiß, dass das Schrottwaffen sind. Es ist vollbracht. Die Widerhakenklinge. Ja, brauchen wir auch nicht mehr. Es ist vollbracht. Welcher Bogen ist besser? 2,6, 3,5. 3,5 ist schlechter. Es ist vollbracht. Den behalten wir natürlich. Auch wenn er sau wertvoll ist. Aber ich brauche einfach das. Die Rüstung behalten wir auch erstmal noch. Den Helm. Können wir rausgeben, weil es ist vollbracht. Wir werden jetzt bei der Gasmaske bleiben. Denke ich zumindest so. Das Schild behalten wir auch, es weil das eine schöne Eisresistenz hat. Es ist vollbracht. So. Für alles. Bringt beim nächsten Mal mehr. Beeilt euch. Ich werde bald sterben. Ja, er sagt zu mir, ich soll mehr Gold mitbringen. Ich hab doch schon mehr als genug Gold, oder? Sind ja nur. Wir hatten nur noch Handschuhe. Ach ja. Wir können ja auch noch reparieren lassen, sehe ich gerade. Wäre, denke ich, ganz vom Vorteil. Beeilt euch, ich werde bald sterben. Handel. Ich will reparieren. Verkauft, 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 verkauft. Verkauft, verkauft, verkauft. Verkaufen. Ist die schlechter? So, sind so. Gut, dann sind die auch weg. Es ist vollbracht. Beeilt euch. Ja, auch war das so gesehen, dass ich nur noch umtrage. War ja eigentlich nicht so geplant. Gut. Gehen wir weiter einmal zur Diebesgilde, zu dem
Namen will mir noch immer nicht einfallen. Nee, echt nicht. Der ist weg. Na egal. Danach.